Also wir starten mit der Pressekonferenz heute unter Haching, Babelsberg, 1. Servus, liebe Medienvertreter. Ich grüße auch ins VIP-Haus, die sind uns zugeschaltet. Ich grüße den Gästetrainer von Babelsberg, Christian Bert-Wennig, und zu meiner Rechten Manuel Baum, hat das Mikrofon geblasen. Wir fangen auch gleich an mit der Spielanalyse. Herr Bert-Wennig, bitte. Ist an, okay. Ja, Spielanalyse. Wir wussten, dass es hier mehr als schwer wird. Wir wussten auch, wie spielstark Unterhaching ist und zu Recht dort steht, wo sie stehen. Vorteil mit Sicherheit, dass sie immer den Gegner spielen, den wir danach haben. Dass ich wirklich jetzt auch schon 13, 14 Spiele von der Mannschaft gesehen habe. Und daher ist das so weit aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten, im Zentrum die Überzahl zu haben mit einem Aaron Berzen vor der Abwehr und einem Sylokotsch ganz vorne drin, um halt wirklich schnell umschalten zu können, gute Konter spielen zu können. Das ist uns sogar ganz gut gelungen. So, und dann gab es einige Klagen heute. Ich hatte bislang immer gesagt, dass ich das alles nicht kommentiere, es waren einfach zu viele Karten. Und wenn man jetzt nur das Spiel gesehen hat und sagt, dann hier sind zwei rote gefallen und noch eine gelb-rote, das hat das Spiel so eigentlich gar nicht hergegeben. Von daher ist das mit Sicherheit an anderer Stelle zu bewerten. Trotzdem hat die Mannschaft es richtig gut gemacht. Wir wollten heute unbedingt unseren ersten Auswärtssieg landen, das ist uns gelungen. Und ja, jetzt kommt das nächste Auswärtsspiel in Erfurt, unsere große Auswärtswoche. Und die Jungs haben sich das verdient, ich hatte es vorher gesagt. Gewinnt die Mannschaft an meinem Geburtstag, fährt der Partybus nach Hause und genauso wird es auch gleich sein, dann vergeht die Zeit ein bisschen schneller. Ja, Dankeschön. Danke, Herr Bert-Wennig. Manuel, deine Spielanalyse bitte. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil die Emotionen recht hochgekocht sind, auch bei uns, dass man das jetzt recht objektiv analysiert. Im Endeffekt die erste Riesenchance im Spiel hatten wir durch Florian Niederlechner. Die zweite Chance hatte dann der Gegner, wo der wieder mit dem Fuß abwehrt. Und dann ging die Situation mit dem Schiedsrichter los. Wobei wir auch klar sagen wollen, wir würden uns da selber betrügen, wenn wir das Ganze jetzt auf den Schiedsrichter schieben. Der roten Karte ging ganz klar Fehlpass von uns voraus. Deswegen musste der Maxi drunter in die Situation. Das Tor, das wir bekommen haben, war abseits verdächtig. Keine Ahnung, ob es abseits war, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir Unterzahl trotzdem die ganze Zeit das Spiel beherrscht und auch bis zur 90. Minute dem Gegner keinen einzigen Torschuss zugelassen. Sogar der Stefan T. hätte die 1-0 Führung erzielen können in Unterzahl. Insofern, was das Verhalten in Unterzahl betrifft, bin ich natürlich schon teils stolz auf die Mannschaft, aber nichtsdestotrotz waren wir heute in der Passgenauigkeit schlechter wie sonst. Und was wir auch nicht geschafft haben, dass wir, wenn wir ins vordere Drittel reingekommen sind, dass wir zwingende Abschlüsse hinbekommen haben. Danke, Manuel. Gibt es von eurer Seite Fragen an die beiden Trainer? Eine Frage an Herrn Baum. Wie geht es Maximilian Welzmüller und können Sie schon sagen, ob er gegen Stuttgart einsatzbereit sein wird? Also er war dann während dem Spiel schon hinter mir wieder gesessen, mit dem weißen Turban. Er hat jetzt Kopfweh. Man kann natürlich jetzt nicht genau sagen, ob es eine leichte Gehirnerschütterung ist. Aber es scheint jetzt nicht so schwerwiegend zu sein. Man muss ja schauen, wie groß der Cut ist und wie weit dann das gegen Stuttgart ausschaut. Aber der Cut scheint eher auf der Seite zu sein. Also es kann durchaus sein, dass er spielt. Gut, weitere Fragen? Keine mehr. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir schauen noch kurz auf das andere Spiel heute Abend, Offenbach gegen Rostock. Da ist 1-0 ausgegangen und der restliche 17. Spieltag dann morgen. Am Samstag Haching jetzt auf Platz 4 der Tabelle mit 30 Punkten, Babelsberg auf Platz 13, Sprung gemacht mit 18 Punkten. Das nächste Spiel hier am Sportplatz dann wieder am Freitag, 19.23.11. dann gegen Chemnitz. Schon seit gestern guten Nachhauseweg, euch auch. Schönes Wochenende. Meine, ciao.